Meine Damen und Herren, ich grüße ganz herzlich einen wunderschönen guten Abend. Ich bin sozusagen als Insignium dessen, was ich hier tue, gleich mit ganz knappen Bücher hier aufgeklebt und finde hier weitere Bücher vor. Und um jetzt mit dem Unwichtigsten heute Abend mit mir anzufangen, meine leitende ständige Vertreter von Herrn Bonte, dem Generaldirektor der Staatsbibliothek. Und ich möchte Sie heute ganz, ganz herzlich hier bei uns begrüßen, auch im Namen des Freundesvereins der Staatsbibliothek. Und dieser Verein hat für uns eine ganz, ganz große Bedeutung, weil er zum Beispiel mit solchen Veranstaltungen, aber auch mit vielen anderen intensiven Engagements, was sich auf Bestände bezieht, auf gemeinsame weitere Veranstaltungen, aber bis hin auch zu Planungen, zum Beispiel für ein Sommerfest, das Leben rund um die Staatsbibliothek und das Leben rund um mit Ihnen, die Sie alle die Staatsbibliothek irgendwie kennen und nutzen, ja, beglückt, belebt, bereichert. Und die Freunde sind auch in zahlreiche Reihen mit eingebunden. Preisverleihungen gehören zum Beispiel dazu, die wir gemeinsam bespielen. Und ich will einfach die Aufmerksamkeit jetzt gerade am Anfang ganz prominent, bevor ich jemanden einzeln begrüße, darauf richten, dass der Verein für uns eine ganz wichtige Funktion innehat und ganz viel für uns tut. Und ich suche die ganze Zeit, und jetzt habe ich sie gefunden, Frau Merz, unsere Geschäftsführerin, die tatsächlich auch hier ist und insbesondere dann, wenn Sie sich für die Arbeit des Vereins interessieren oder vielleicht auch Interesse daran haben, beizutreten, jedes Mitglied ist willkommen, jedes Einzelne, gerne zur Beratung und zu weiteren Informationen zur Verfügung steht. Frau Merz, vielleicht zeigen Sie sich uns kurz, damit jeder... dann auch gleich weiß, wem ich gleich auch noch was sagen muss. Aber ich möchte jetzt mal beginnen und vor allen Dingen damit beginnen, dass ich unsere heutigen Gäste begrüße. Das ist einfach das Allerwichtigste, unsere Gäste in dem Sinne, die eine besondere Funktion hier übernehmen. Und ich fange mit Herrn Apasi an, der hier heute moderieren wird, der einführen wird, der begleiten wird, das Gespräch, was dann Andreas Büdecker und Helga Töth auf der Bühne über das Buch tun werden, die also konkret hier Ihnen, und wir sehen ja da schon die ganze Zeit kleine Eindrücke davon, jetzt sind wir aber auf das Standbild rübergegangen, aber Sie haben es schon gesehen, kleine vertiefte Einblicke geben, aber dazu sage ich gleich noch mal was. Jetzt dann aber auch noch, der Himmel ist geputzt, der Schauer ist vorbei, Bühne frei für die Veranstaltung heute Abend, der richtige Auftakt dazu. Und ich möchte gern ja, das Phänomen der Industrialisierung, was ja sozusagen das Leitmotiv, der Grundkern der heutigen Veranstaltung ist, insofern auch aufgreifen, vielleicht ein bisschen variieren und einstimmen, als ich dazu vielleicht nur einfach erstmal in Erinnerung rufe, wir alle kennen diese wichtigen Etappen, England als Vorreiter in der Welt kann man sprechen und dann aber eben auch Deutschland. Und natürlich hat das Buch ganz, ganz viel damit zu tun, mit diesem Blick auf England, mit dem beginnenden Know-how-Transfer. Und natürlich kann ich nicht anders, als den Bogen auch gerade auch zu Preußen insofern zu schlagen, als natürlich der Aufbau des Bildungssystems, Schulpflicht, aber auch weitere Etappen in der Entwicklung des Bildungssystems, insbesondere der Schaffung von wissenschaftlichen Einrichtungen, namentlich eben in Berlin, aber auch an anderen Stellen, an anderen Orten, die intensive Phase der Universitätsneu- oder Wieder- oder Belebungsgründungen, sehr viel damit zu tun hat, dass diese industrielle Phase tatsächlich dann anhebt. Eine Phase, die wir heute durchaus auch wieder kritischer sehen, aber das ist vielleicht nochmal ein ganz anderer Aspekt. Aber, und das schließt den Bogen oder führt den Bogen zu uns in die Staatsbibliothek, denn die Staatsbibliothek gab es natürlich schon viel länger als preußische, das könnte die preußische Bibliothek, aber sie erfährt natürlich auch in diesen Jahren einen erheblichen Aufschwung, weil diejenigen, die die Bibliothek finanziert haben, natürlich sehr wohl wussten, dass die Sammlung von Wissen, dass die Zusammenführung, die Zusammentragung von international relevantem Wissen eine ganz bedeutende Rolle spielt, wenn ich eine Region, ein Land, einen Staat in die Industrialisierung hineintragen will. Und wir haben natürlich in der Industrialisierung viele Einzelpersonen, die da handeln und die beginnen zu publizieren und zu schreiben. Und diese Materialisierung des Wissenstransfers findet sich eben in den Bibliotheken und findet sich eben auch in ganz besonderem Maße bei uns. Die Licht- und Schattenseiten hinter der Industrialisierung sind in Ihrer beider Buch natürlich auch im Blick. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Das Buch, was, ich gebe nur diesen Hinweis, in seiner reichen Bebilderung, in seiner guten Verständlichkeit einen wirklich sehr schönen Blick in diese Zeit, in diese spannende Entwicklungsperiode
gibt, und Sie sehen den Titel ja da, wenn ich das richtig gerade im Augenwinkel sehe, eben rund um Erfinder und Unternehmer kreist. Erfinder als Treiber von industriellen Revolutionen, industriellen Schritten in der Entwicklung und Hilfen dabei auch natürlich das Phänomen zu erklären. Diese Ideen kann man natürlich weiter ausspinnen und darüber nachdenken, ob es Bequemlichkeit oder Faulheit ist, die zu innovativen Ideen führen, die die Produktion verändern, die die Entwicklung von neuen technischen Innovationen bedeuten. Viel davon ist in der Zeit, und da sehen wir eben auch, und deswegen sind die Spione hier durchaus auch relevant, natürlich auch der Blick zu anderen, der Blick nach draußen. Darin steckt immer ein unbedingter Fortschrittsglaube, der uns vielleicht heute gerade auch ein Stück wieder verloren gegangen ist oder verloren geht gerade. Aber dieser Blick aus Deutschland, aus Preußen jetzt ganz spezifisch natürlich, aus dem Deutschen Reich, das damals so, wenn man zurückgeht, natürlich noch gar nicht in der Formation vorhanden war. Also aus Preußen ist es, den wir hier einnehmen und zu dem wir gleich mehr hören. Und diese schönen Geschichten darum, wie die Werbeplatte sozusagen dazu führt, dass man Informationen, Erkenntnisse aus England oder anderen Ländern, aber es ist vor allem in England tatsächlich, was intensiv bereist wird, begangen wird. Es gibt Berichte, die gesammelt wurden. Die sind es, die dann eben zum Teil mit dem Schmiermittel des Alkohols, banal mit Geld, Freundlichkeit eingewoben, zu einem Transfer von Wissen führen. Und alle wissen, dass Geheimdienste oder ein wesentlicher Auftrag von Geheimdiensten bis heute natürlich auch genau das Auskundschaften von technischen Errungenschaften, Innovationen ist. Lassen Sie mich diese kleine Begrüßung schon abschließen mit Beispielen oder Hinweisen darauf, wie unsere Bibliothek doch da korrespondiert. Ich weiß nicht, ob Sie konkret über die Person sprechen werden heute Abend, aber Caroline Eichler als Erfinderin der beweglichen Prothese ist in ihrem durchaus sehr real mühsamen Leben mit Kriegsversehrten als Bandagistin und Krankenpfleger in den 30er Jahren oder davor schon 20er Jahren unterwegs gewesen, Preußen hat viele Kriege geführt und sie hat dann 1833 ein Patent für eine Beinprothese eingereicht und dazu dann im Selbstverlag eine Schrift, Beschreibung und Abbildung eines neu erfundenen künstlichen Fußes zum Ersatze des Ober- und Unterschenkels publiziert. Denn, und das Buch ist natürlich in der Staatsbibliothek vorhanden, im Selbstverlag mit allerlei Dedikationen von medizinischen Autoritäten der Zeit, können Sie es bei uns tatsächlich im RARA-Lesesaal, denn es ist wirklich ein besonderes Stück, einsehen. Und das sei einfach mal gezeigt. Ich will die Abbildung vor allen Dingen hinten, die es auch gibt, oder vielmehr die weiter ausgeblätterten Pläne nicht zeigen jetzt. Dauert zu lange und ist auch dem Objekt nicht angemessen. Es ist ein altes Werk in kleiner und schlechter Qualität. Durch den Einwand sehen Sie, haben wir es dann haltbar gemacht. Aber das ist so ein Beispiel dafür, wie diese Linie aus dem, was Herr Bödeke und Frau Tüth uns gleich näher anführen und Herr Anleiter und Herr Pasi in der Bibliothek dann sich niederschlägt. Ich gebe ein anderes Beispiel, Friedhelm. Friedlieb Ferdinand Runge, über den Sie vielleicht auch sprechen werden, ist insofern auch eine interessante Figur. Er war Chemielehrer, Lehrender, hat zahlreiche Lehrbücher geschrieben, aber hat auch hauswirtschaftliche Briefe geschrieben mit konkreten Tipps, wie man mit technologischer Hilfe oder auch ohne intelligent Haushaltsprobleme löst. Auch das Buch finden Sie bei uns leider nur im Reprint, weil die Originale bei uns als Kriegsverlust verzeichnet sind. Aber das sind so Beispiele, wie sich diese Linie durchzeigt und wie diese Linie aus alten Veröffentlichungen in einer bewegten Zeit dann heute reinmündet in das, was Sie uns gleich näher vorstellen werden. Ich verweise nur noch auf Heinrich von Stephan, da haben wir nachgeschaut und festgestellt, dass einige Autographe, also eigenschriftliche, selbstgeschriebene Manuskripte bei uns in der Handschriftenabteilung tatsächlich auch liegen von ihm, die über eine Sammlung zu uns gekommen sind. Der ist deswegen besonders bekannt, weil er als Chemiefabrikant Darmstädter die Linie dann weiterzog zu Heinrich von Stephan, über den wir, wie gesagt, vielleicht noch mehr hören. Ich schaue es nicht rein ins Buch. Bleibt mir aber die heutigen Protagonisten, die wir heute im Mittelpunkt haben, ein wenig vorzustellen. Und ich fange mit den Moderierenden an, der dann sich selbst hier auch noch kurz zum Pult begibt und ein bisschen einführt. Herr Apasi, Christian Apasi, Historiker und Archäologe, Studien in Potsdam und in Berlin. Und Sie haben verschiedene Editions-, Ausstellungs- und Filmprojekte begleitet dann und sind seit 2020
der wissenschaftliche Leiter des Brandenburg-Museums, des Brandenburg-Preußen-Museums in Wustrau. Und dann, wir bleiben jetzt mal beim Museum. Nein, ich möchte doch lieber erst Frau Tödt vorstellen, Ladies First. Frau Helga Tödt, Sie sind Medizinerin, promovierte Medizinerin und haben lange im medizinischen Dienst gearbeitet als Fachärztin und Amtsärztin im öffentlichen Gesundheitswesen und haben bereits einige biografische Monographien veröffentlicht mit dem Schwerpunkt der deutschen Geschichte zu Ostpreußen. Das macht Sinn, weil wir viele dieser Protagonisten natürlich da wiederfinden. Und Herrn Dr. Bödecker, Sie sind Bankkaufmann und Jurist. Sie waren lange Jahre, also Studium vielleicht noch dazu gesagt, in Freiburg, aber auch in Berlin und in Stanford. Sie waren lange Jahre Mitglied der Geschäftsleitung der Weber Bank in Berlin und auch persönlich haftender Gesellschafter. Sie arbeiten jetzt noch als Rechtsanwalt und Verwalter mehrerer Stiftungen. Sie sind vor allen Dingen aber, wie ich gesehen habe, auch Rechtsritter des Johanniterordens. Sie sind aber vor allen Dingen seit 2010 im Vorstand der Museumsstiftung des Brandenburg-Preußen-Museums in Wustrau und haben seit 2013 die Gesamtverantwortung für die Stiftung und das Museum übernommen. Kleiner Ausblick noch, Sie haben mit einer Parsi auch in diesem Jahr im gleichen Verlag, Sie haben hinten die Möglichkeit übrigens auch in die Werke hineinzuschauen, ich habe das nicht gesehen jetzt, aber ein Buch veröffentlicht zu Kein ein Kinderspiel, wo die kleine Geschichte des industriell gefertigten und nicht industriell gefertigten Spielzeugs, aber schon im Eintritt in die Maschinenproduktion in den Mittelpunkt gestellt wird. Also Sie sehen, Herr Bödecker und Frau Tödt und Herr Apasi sind profunde Experten auf diesem Gebiet und stellen uns jetzt und heute diesen opulenten Band, der da hinten auch ausliegt, und ich denke, Sie haben vielleicht auch schon selbst hineingeblättert, der hier übrigens auch, glaube ich, käuflich erworben werden kann, vor. The floor is yours, wie man so schön sagt, und ich würde mich freuen, wenn wir jetzt gemeinsam einen spannenden Abend zusammen verbringen. Ganz herzlich nochmal Dank an Frau Merz, vielleicht auch ein bisschen an Ihren Mann, weil sie diese Veranstaltung aus meiner jetzigen Perspektive schon so hervorragend organisiert hat und damit unser aller Beisammensein und unsere Freude an dem heutigen Abend ermöglicht. Ganz, ganz herzlichen Dank und herzlich willkommen in der Staatsbibliothek und ich freue mich. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen und ein vielen Dank an Herrn Reinhard Altenhöhner für dieses herzliche Willkommen, für die herzliche Begrüßung und auch schon für die erste inhaltliche Einleitung und die Vorstellung der Autorin und des Autors. Und natürlich auch herzlichen Dank an die Freunde der Staatsbibliothek für die Möglichkeit, dass wir uns alle heute hier im Humboldt-Saal zusammenfinden können und eben über ein Buch sprechen können, mit den zwei Autoren sprechen können, ihnen zuhören können, das ein sehr lesenswertes und wie ich finde auch ein sehr lehrreiches Buch ist. Das Buch, das handelt von 18 teils weltbekannten, teils weniger bekannten und manchmal auch völlig unbekannten Frauen und Männern. Diese Frauen und Männer haben aber alles eines gemeinsam. Sie haben jeder und jede einen kleinen und größeren Anteil daran gehabt, dass in Preußen und dann auch später im Deutschen Kaiserreich ein Prozess in Gang gesetzt werden konnte, befeuert wurde, angetrieben wurde, der, glaube ich, und das klang ja auch schon in den Begrüßungsworten an, wie kein anderer das menschliche Leben in allen Bereichen, sei es Wohnen, sei es Arbeit, sei es Mobilität, sei es Kommunikation oder sogar die Freizeitgestaltung verändert hat, eben die Industrialisierung. Wir werden also jetzt etwas über Erfinderinnen hören, über Spione, über Unternehmerinnen und Beamte. Aber bevor wir das tun werden, möchte ich auch ich ganz herzlich die Autorin und den Autor des Buches Spione, Erfinder, Unternehmer begrüßen und Sie damit auch gleich auf die Bühne bitten. Ja, herzlich willkommen, Frau Dr. Helga Tödt und Dr. Andreas Bödecker. Ja. Ja, auch die Begrüßung, ich setze mich erstmal. Ja, auch die Vorstellung der Autoren hat ja dankenswerterweise schon Herr Altenhöhner übernommen, deswegen kann ich mir das jetzt auch an dieser Stelle sparen.
Bevor wir den beiden aber jetzt gleich auch die Gelegenheit geben werden, einige Passagen aus dem Buch zu lesen, habe ich gleich so eine Einstiegsfrage, die sich so ein bisschen mit der Biografie des Buches auch selbst beschäftigt. Das Thema Industrialisierung, das ist ja ein Thema, das ja sehr gut erforscht ist und was auch in Bibliotheken und Buchhandlungen ja so einige Regalmeter vielleicht füllt. Und da stellt sich mir die Frage, was motiviert eine Autorin oder einen Autor dazu, sich dennoch so intensiv mit diesem Thema zu beschäftigen? Ich fange vielleicht an. Nach meiner Pensionierung habe ich begonnen, Familienforschung zu betreiben. Und dabei bin ich auf die Familie Schichau gestoßen, zu der eine verwandtschaftliche Beziehung bestand. Eine Industriedynastie an der Ostsee. Und ich habe dann weiter recherchiert und so viel Material gefunden, dass es mich veranlasste, ein erstes Buch daraus zu machen, Die Krupps des Ostens. Und in der Folge habe ich mich dann weiter um brandenburgische Größen gekümmert, eigentlich eher unbekannte Größen, die mich besonders interessiert haben. Und da war zum Beispiel der Johann Kunkel, der für den großen Kurfürsten das Rubinglas erfunden hat. Der Kurfürst hat ihm dafür die Pfaueninsel geschenkt. Oder August Dunker, der in Rathenow als Pastor die Brillenproduktion auf den Weg gebracht hat. Und auf diesem Weg bin ich also mit der Industrialisierung langsam in Berührung gekommen. Und dann haben wir eben festgestellt im gemeinsamen Gespräch, dass wir von zwei Seiten auf dieses Thema zugegangen sind und ich die Intention der Biografien hatte und Andreas Bödecker mit einem anderen Ansatz gekommen ist. Ja, mich hat immer gestört, inzwischen gibt es schon einiges zur Industrialisierung, aber die meisten Geschichtsbücher, die sich mit dem 19. Jahrhundert befassen, befassen sich doch mit der Kulturgeschichte und der politischen Geschichte. Und im Geschichtsunterricht, muss ich sagen, habe ich von Industrialisierung im Gymnasium wenig mitbekommen. Und ich, wenn man jemanden anspricht auf Wirtschaftsgeschichte, dann kriegt man immer so ein bestenfalls höfliches Interesse, weil man muss dann mit Zahlen sich beschäftigen, die sind furchtbar trocken. Und das hat mich einfach gereizt, diese Geschichte mal lebendig zu erzählen. Und durch Helgas Mann, Paul, mit dem ich seit Jahren zusammen rudere, er hat mir dann mal von Die Krupps des Ostens erzählt, dann habe ich das gelesen, so haben wir uns kennengelernt und haben einfach beide gefunden, wir sind beide jemand, die gerne versuchen, Geschichte zu erzählen, als nicht als historische, wissenschaftliche Arbeit, sondern als Erzählung, die man auch gerne als Laie auch gerne im Sofa sitzend lesen mag. Und das wollten wir versuchen. Und das ist bei Wirtschaftsgeschichte natürlich deshalb schwierig, weil man sich da mit Zahlen beschäftigen muss. Und bei Zahlen gähnen die meisten Leute. Und wenn es im Fernsehen heißt 1,5% Wirtschaftswachstum, dann gähnen die Leute auch oder greifen zum Bier. Das interessiert niemanden. Das ist ja auch sehr wenig. Aber wenn man sich mal vorstellt, dass in anderthalb Generationen, in 50 Jahren, 1,5% Wirtschaftswachstum schon bedeutet, dass mehr als die Hälfte der Wirtschaft, das sind 60%. Das heißt, die Hälfte des Lebens verändert sich vollkommen. Und überlegen Sie mal, 1830 sind Sie mit der Postkutsche von Berlin nach Köln gefahren und haben dafür 6 Tage und Nächte gebraucht. 1854, 24 Jahre später, fuhren Sie mit dem ersten Schnellzug in 16 Stunden die gleiche Strecke. Wieder eine Generation später gab es elektrische Straßenbahnen und in den ersten Großstädten elektrische Straßenbeleuchtung. Und wiederum eine Generation später, um 1904 herum, haben die Menschen bereits in Deutschland 1 Milliarde Telefongespräche jedes Jahr geführt, handvermittelt. Und die ersten wohlhabenden Leute konnten fliegen. Und aus den Wasserhähnen kam sauberes Trinkwasser. Da hat sich in 3 Generationenstufen das Leben vollkommen gewandelt. Und ich finde, das ist eine spannende Geschichte und es ist auch eine Geschichte, die man erzählen muss, weil man den Rest der Geschichte sonst gar nicht versteht. Ja, das war die Idee. Ja, ich glaube, man merkt schon an diesen wenigen Sätzen die Leidenschaft oder die Begeisterung auch für das Thema und für die Zeit, für das 19. Jahrhundert, das frühe 20. Jahrhundert. Dann würde ich vorschlagen, dass ich Ihnen die Bühne, das Pult überlasse und Sie uns jetzt einige ausgewählte Passagen aus dem Buch vorlesen. Genau, Dr. Bödecker wird den Anfang machen.
Ja, liebe Helga, das haben wir verabredet. An sich hätte die Höflichkeit geboten, dass du anfängst. Aber viele unserer Freunde, denen wir von dem Buch erzählt haben, sind alle irgendwie hängen geblieben an den Spionen. Das fanden sie spannend. Und ich beginne also jetzt mit einer Einführung in die Geschichte der Industriespionage. Und Helga folgt dann mit der Biografie des ersten königlichen Industriespions Friedrich Bückling aus Neuruppin. Und daher gebietet die Logik des Textes diese Reihenfolge. Mich hat inspiriert zu dieser Beschäftigung damals die hervorragende Ausstellung des Geheimen Staatsarchivs Klosterstraße 36 im Kupferstichkabinett, die aus ihren Dokumenten ja das, was Sie auch so vorsichtig als Wissenstransfer bezeichneten, geschildert haben. Und die sprachen bei den Englandreisen immer von Dienstreisen bei Beamten wie Beuth und Schinkel oder Geschäftsreisen bei anderen. Aber in Wirklichkeit handelte es sich um veritable Industriespionage. Und das wollte ich mal ein bisschen herausarbeiten. Und da springen wir jetzt in die Zeit Friedrichs des Großen zurück. Schon Friedrich der Große hatte die Notwendigkeit eines Bildungsaufbruchs erkannt, um Preußens Wirtschaft zu beflügeln. Unter seiner Regierung gründete der in Halle ausgebildete Theologe Johann Julius Hecker 1747 in Berlin die erste ökonomisch-mathematische Realschule und ein Jahr später das erste Lehrerseminar in Preußen. Hecker entwarf zudem das 1763 in Kraft getretene königlich-preußische Generallandschulreglement. Dem König war sicher bewusst, dass diese Entwicklungen sich erst nach längerer Zeit positiv auf das Land auswirken könnten. Daher griff Friedrich der Große bei der Beförderung der technisch-wirtschaftlichen Entwicklung Preußens zu demselben Mittel, zu dem auch im 20. Jahrhundert aufstrebende Staaten wie Japan, Südkorea und China greifen sollten: Industriespionage und hemmungsloses Kopieren. Der Bergassessor Karl Friedrich Bückling aus Neuruppin wurde der erste preußische Industriespion, der 1778 und 86 mit dem ausdrücklichen Befehl nach England geschickt wurde, die Konstruktion der Watschen Niederdruckdampfmaschine auszuspionieren. Die wurde dringend gebraucht, um die eindringenden Wasser aus den immer tieferen Schächten in den preußischen Bergwerken abzupumpen. Die veralteten, von Pferden betriebenen Göpel versagten bei über 100 Meter tiefen Schächten. Und Bückling sollte nicht der einzige Spion bleiben. Schon 1783 folgte ihm Friedrich August Alexander Eversmann, Berg- und Fabrikkommissar für die Grafschaft Mark nach. Hinter dieser systematischen Ausforschung der englischen Industrie stand der aus Sachsen stammende preußische Etat-Kriegs- und dirigierende Minister und Oberberghauptmann Friedrich August von Heinitz. Dieser war schon im Jahr vor seiner Ernennung zum preußischen Minister auf eigene Kosten nach England gereist und hatte daher eine Vorstellung davon, auf welch überlegenem Stand die englische Industrie in den 1770er Jahren bereits war. Im Jahr 1787 kursierten in England unter den Maschinenbauern warnende Berichte über Spionageversuche des Reichsfreiherrn vom Stein, der im selben Jahr zum Leiter der Märkischen Kriegs- und Domänenkammern in Hamm berufen worden war. Man hatte entdeckt, dass der ihn begleitende angebliche Kunstmaler in Wahrheit ein geübter technischer Zeichner war. Von der Französischen Revolution an bis zum Ende der Befreiungskriege ruhte die systematische Industriespionage weitgehend, kam aber nach 1815 wieder in Gang, als Preußen nach der Aufhebung der Kontinentalsperre plötzlich mit preiswerten englischen Industriewaren überflutet wurde. Zunächst waren es preußische Beamte, die zu, wie man das so schön sagte, technologischen Studienreisen nach England aufbrachen, darunter der Gewerbefachmann Christian Peter Wilhelm Beuth, der Baumeister David Gilly und 1826 der Baumeister, Architekt, Stadtplaner und Künstler Karl Friedrich Schinkel, der prägende Kopf der preußischen Oberbaudeputation.
England versuchte durch Strafvorschriften und Ausfuhrverbote, zum Beispiel für Spinnmaschinen bis 1843 und vor allem durch Auswanderungsverbote für Maschinenbauer und andere Facharbeiter, bis 1824 jedenfalls, den Abfluss von technischem Wissen einzudämmen. Vermutlich bewirkten diese Maßnahmen aber hauptsächlich einen Anstieg der Bestechungsgelder. Beuth selbst brachte von seinen Englandreisen widerrechtlich erworbene Maschinen mit, die geeigneten preußischen Fabrikanten zur Verfügung gestellt wurden, mit der Maßgabe, dass diese bereit sein mussten, die Maschinen den von Beuth vermittelten Interessenten in allen Teilen vorzuführen und sogar Bedienungspersonal anzulernen. Schinkel skizzierte am 17. Juli 1826 auf der gemeinsamen Reise mit seinem Freund Beuth in Manchester in seinem Tagebuch enorme Fabrikgebäude, 7 bis 8 Etagen hoch, so lang als das Berliner Schloss und ebenso tief, ganz feuersicher gewölbt, einen Kanal zur Seite und einen drinnen. Und er schreibt weiter dazu, man sieht die Gebäude stehen, wo vor 3 Jahren noch Wiesen waren, aber diese Gebäude sehen so schwarz aus, als wären sie 100 Jahre in Gebrauch. Es macht einen schrecklich unheimlichen Eindruck, ungeheure Baumasse von nur Werkmeistern ohne Architektur und fürs nackte Bedürfnis allein und aus rotem Backstein ausgeführt. Schinkel brachte aus England von dieser Reise die Technik der Kappendecke mit, mit der endlich große Werkhallen mit nur wenigen Säulen oder Stützwänden realisiert werden konnten. Hierbei ruhen ziegelgemauerte flache Kappen zwischen langen Stahlträgern, die wiederum auf einem Widerlager aus Säulen und stärkeren Trägern ruhen. Diese sehr belastbaren und vergleichsweise feuersicheren Kappendecken haben sich in Preußen dann derart schnell verbreitet, dass man sie bald preußische Kappendecken oder Berliner Kappendecken nannte. Von Anfang an folgten den staatlich beauftragten Industriespionen Unternehmer als Agenten in eigener Sache. Schon die von dem Elberfelder Unternehmer Johann Gottfried Brügelmann 1783 im rheinischen Ratingen gegründete erste deutsche Maschinenspinnerei basierte auf Spionage. Brügelmann hatte sich sowohl eine Kratzmaschine zum Reinigen der Baumwolle als auch die entscheidende wassergetriebene Spinnmaschine, die Waterframe, aus dem englischen Cromford herausschmuggeln lassen. In Cromford, zwischen Sheffield und Nottingham gelegen, hatte 1771 der Perückenmacher William Arkwright die Waterframe konstruiert und die erste wassergetriebene Garnspinnerei der Welt errichtet. Brügelmann hatte weder Skrupel noch ein schlechtes Gewissen, fremdes Wissen zu stehlen. Er benannte sogar seine Fabrik und später sein großes Herrenhaus daneben nach Cromford, dem Ursprung seines wirtschaftlichen Erfolges. Noch 1838 reiste der Essener Gussstahlproduzent Alfred Krupp unter falschem Namen nach England, um hinter das gut gehütete Geheimnis der englischen Schmiedestahlherstellung, das Paddelverfahren, zu kommen. Die deutschen Fabrikanten, darin unterschieden sich die Preußen nicht von denen anderer deutscher Länder, verfolgten mit den gewonnenen Erkenntnissen nun 2 Strategien. Nachahmerprodukte preiswerter herstellen und anbieten zu können und, vor allem mit zunehmendem Fortschritt der gewerblich-technischen Ausbildung, auf Basis des in England erworbenen Wissens verbesserte Produkte zu konstruieren und im entwicklungstechnischen Wettbewerb eine Abkürzung zu suchen. Alfred Krupp, der schon mit 14 Jahren von seinem verstorbenen Vater Friedrich dessen winzige Fabrik zur Verfertigung englischen Gussstahls und aller daraus resultierenden Fabrikate übernehmen musste, ist ein anschauliches Beispiel. Er nutzte die in England erworbenen Kenntnisse im Paddelverfahren zur Gussstahlherstellung, um ins Eisenbahngeschäft und in die Waffenherstellung einzusteigen. 1852 machte Krupp die wohl bedeutendste seiner Erfindungen, den nahtlosen Eisenbahnreifen. Bis dahin wurden Eisenbahnräder aus geraden Stücken ringförmig gebogen und an den Nahtstellen verschweißt. Diese Schweißnähte brachen regelmäßig unter Last- und Dauerbeanspruchung und verursachten Unfälle und Störungen.
Erst Krupps Erfindung machte aus dem unfallträchtigen Vehikel Eisenbahn ein sicheres und schnelles Verkehrsmittel. Schon 1853 erhielt Krupp dafür ein preußisches Patent und bis zum Ersten Weltkrieg lieferte das Essener Unternehmen 2,8 Millionen nahtlose Radreifen in alle Welt. 1875 ließ Alfred Krupp das Markenzeichen beim Königlichen Kreisgericht in Essen eintragen. 1860 verkaufte Krupp die ersten 300 6-Pfünder Vorderladerkanonen aus Gussstahl an die preußische Armee. Bald lösten Stahlkanonen die alten Bronzekanonen ab. Und nach wenigen Jahren lieferte Krupp Kanonen an alle europäischen Großmächte mit Ausnahme Frankreichs. Die, wie es hieß, Kanonenstadt Essen war Anfang des Jahrhunderts noch eine winzige Kleinstadt mit 4.000 Einwohnern. 1910 hatte Essen fast 300.000 Einwohner. Die Dampflokomotiven von August Borsig, die Entwicklung von Kameraobjektiven, Ferngläsern und Mikroskopen bei Emil Busch in Rathenow und Carl Zeiss in Jena, das hochhitzebeständige Jenaer Glas von Otto Schott, die Dynamomaschine und die elektrische Straßenbahn von Werner Siemens sind derartige sehr erfolgreiche Weiterentwicklungen. Doch diese Beispiele aus der Großindustrie, deren Firmengeschichte sehr gut dokumentiert ist, dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass ein sehr großer Anteil der deutschen Exporte bis in die späten 1880er Jahren aus Nachahmerprodukten bestand. Der Ingenieur Franz Relot, Direktor des Königlichen Gewerbeinstitutes zu Charlottenburg, später Dekan der Abteilung für Maschinenbau an der Technischen Hochschule in Charlottenburg und später deren Rektor, berichtete in einer Reihe von in der Presse veröffentlichten Briefen über die Weltausstellung in Philadelphia 1876 und würdigte die deutschen Beiträge. Insbesondere sein erster Brief erregte in Deutschland erhebliches Aufsehen und rief große Empörung hervor, bis zum Vorwurf des Vaterlandsverrats. Und das will ich mal kurz vorlesen, eine Passage daraus. Denn es darf nicht verhehlt, es muss sogar laut ausgesprochen werden, dass Deutschland eine schwere Niederlage auf der Philadelphia-Ausstellung erlitten hat. Unsere Leistungen stehen in der weitaus größten Zahl der ausgestellten Gegenstände hinter denen anderer Nationen zurück. Nur in wenigen erscheinen wir bei näherer Prüfung ihnen gleich, in einem Minimum von Fällen nur überlegen. Als Quintessenz tritt der Wahlspruch auf, Deutschlands Industrie hat das Grundprinzip billig und schlecht. Ich will hier mal einen Break machen und Helga bitten, die wieder in die Zeit Friedrichs des Großen zurückspringt, das Thema an der Biografie von Friedrich Bückling zu vertiefen. Der Industriespion von Friedrich II. Nach dem Siebenjährigen Krieg herrschte in Sachsen und Preußen ein Mangel an Fachleuten, um die da niederliegende Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Das nahm der Generalbergkommissar Freiherr Friedrich Anton von Heinitz zum Anlass, um 1767 eine metallurgische Schule zu gründen, die spätere Bergbauakademie in Freiberg. Der ideenreiche Heinitz wurde später Staatsminister von Friedrich II. Und entscheidender Förderer der industriellen Entwicklung in Preußen. Derweil wuchs in Neuruppin ein Junge heran, der die erste Dampfmaschine in Preußen bauen sollte. Karl Friedrich Bückling entstammte einer angesehenen Neuruppiner Kaufmannsfamilie. Nachdem seine Mutter Charlotte gestorben war, verlegte der Vater den Handelshaus nach Berlin. Der Sohn interessierte sich aber nicht für das Kaufmännische, sondern nur für Technik. Deshalb gab der Vater ihn in die Lehre zu einem Brückenbauer. Mit 18 Jahren bewarb Karl Friedrich sich beim Generaldirektorium um eine Stellung im Berg- und Hüttendepartement. Man schickte ihn an die Bergakademie nach Freiberg. Dort war er der fünfte von der Eleven aus Preußen.
1777 kam Freiherr von Heinitz schließlich nach Preußen. Als Minister war er zuständig für das marode Berg- und Hüttenwesen. Als erstes verschaffte er sich ein umfassendes Bild über die veralteten Anlagen. Am schlimmsten betroffen waren die Schächte in Großörna bei Hettstedt im Ostharz. Hier war der Zustrom vom Grubenwasser so stark, dass die von Pferden betriebenen Göpel nicht genug Kraft aufbrachten, um die Pumpen zu betreiben. Heinitz erinnerte sich an die Dampfkraft, die er in England kennengelernt hatte. Als er bei der Firma Boulton & Watt anfragte, ob man eine Dampfmaschine nach Preußen liefern würde, wollte James Watt diesen Auftrag nur annehmen, wenn er ein Monopol auf 14 Jahre erteilt bekäme. Minister von Heinitz erschien das jedoch sinnvoller, die Dampfmaschine selbst in Preußen zu bauen. Und um in den Besitz der Konstruktionspläne zu gelangen, schickte er den Chef des Berg- und Hüttendepartements, Freiherr von Eschen, zu einer technologischen Studienreise nach England. Dieser wählte den 22-jährigen Karl Friedrich Bückling als Reisebegleiter aus. Mit einem konkreten königlichen Auftrag, in England Informationen über die Konstruktion, Wirkungsweise und die Baukosten der Dampfmaschine zu sammeln, brachen die beiden Beamten 1778 nach Birmingham auf. Mehrere Monate versuchten sie vergeblich, einen Mechaniker zu bestechen. Durch ein Empfehlungsschreiben wurden sie dann sogar von James Watt persönlich empfangen. Dieser führte sie durch die Manufaktur in Soho bei Birmingham und zeigte ihnen stolz seine Dampfmaschine in Betrieb und lud sie auch zum Essen ein. Mehrfach kehrten Eschen und Bückling nach Soho zurück. Schließlich schafften sie es doch, einen Arbeiter zu bestechen, der ihnen Zugang zu einer demontierten Maschine verschaffte. Bückling fertigte Zeichnungen an. Doch ihr Handeln blieb nicht unbemerkt. Verärgert äußerten sich Watt und Boulton über die versuchte Industriespionage der Preußen. Nach Rückkehr seiner Spione ließ Minister von Heinitz erst einmal Zeit verstreichen. Bückling durfte inzwischen heimlich ein Modell der Dampfmaschine im Maßstab 1:6 anfertigen. Es funktionierte nur eingeschränkt, aber dennoch bewilligte der König die Mittel zum Bau der ersten deutschen Dampfmaschine. Am 1. Juli 1783 begann Bückling als Dampfmaschinenoberbauleiter in Hettstedt. Er war zuversichtlich, dass er die Dampfmaschine für den Schacht von Großburgörner innerhalb von 6 Monaten fertigstellen würde. Doch es haperte an allem. Es gab keine standardisierten Zeichnungen, keine genormten Maße und Gewinde, weil die Maschinenteile von unterschiedlichen Herstellern kamen, passte nichts richtig zusammen. Nach 2 Jahren endlich lud Bückling Minister von Heinitz und die preußischen Oberbergräte zur Demonstration der Maschine in seine Werkstatt ein. Bückling wurde als 2. Erfinder der Dampfmaschine gefeiert. Doch bald zeigte sich, dass die Maschine im Dauerbetrieb immer nach 2 Stunden stehen blieb. Nachbesserungen wurden mehrfach durchgeführt. Schließlich reiste Bückling erneut nach England auf Heinitz Weisung hin, um noch einmal Informationen zu holen. Er bestach einen Arbeiter und konnte schließlich den Steuermechanismus studieren. Dann gelang es ihm auch noch, einen Maschinenbauer von Boulton & Watt abzuwerben. Zwar war es den Arbeitern streng verboten, Betriebsgeheimnisse weiterzugeben, doch dieser William Richards kam mit Bückling nach Preußen. Ihm verdanken wir es schließlich, dass die Dampfmaschine in Hettstedt endgültig zum Laufen kam. Doch bald zeigten sich Verschleißerscheinungen am Material. Langsam wurde der sonst so großzügige Heinitz ungehalten. Kurz vor dem Hinauswurf von Bückling gelang es ihm endlich, die Pumpen im Schacht von Burgörner zu einer zuverlässigen Funktion zu bringen. Durch den Einsatz der Dampfmaschinen im Kupferbergbau und in der Kupferverhüttung wurde Hettstedt im 19. Jahrhundert zu einem wichtigen deutschen Industriestandort. Aufgrund seiner Verdienste um die erste deutsche Dampfmaschine wurde Bückling dann zum Oberbergrat ernannt. 1788 kam Wilhelm von Humboldt nach Hettstedt, um dort die berühmte Feuermaschine anzusehen. In Burgörner machte er einen Antrittsbesuch bei den Eltern seiner zukünftigen Frau, Caroline von Dacheröden.
In den Briefen an ihren Verlobten erwähnte Caroline öfter den Bückling, der bei ihren Eltern zum Essen eingeladen war. Nach der Hochzeit der Humboldts in Burg Oerna im Jahr 1791 entfaltete sich in der Region ein reges gesellschaftliches Leben. Oberbergrat Bückling war bei den Humboldts ein gern gesehener Gast. Man ging gemeinsam auf die Jagd. Bei den Jagdessen auf dem Gut wurde reichlich aufgetragen. Der ehemalige Spion war also inzwischen ein angesehener Mann. Bei seiner Hochzeit mit Albertine Schartow im Jahre 1794 war auch das Ehepaar von Humboldt anwesend. Bückling kaufte als Wohnsitz für die Familie das Schloss Mansfeld, das er bis 1810 im Besitz hatte. Als Leiter des Bergmaschinenbauwesens war er zuständig für die Ausstattung der Steinkohle- und Salzbergwerke und der Eisenindustrie in Oberschlesien. 1810 nahm der 54-Jährige seinen Abschied, weil er einen leichten Nervenschlag erlitten hatte. 2 Jahre später starb Karl Friedrich Bückling nach einem weiteren schweren Schlaganfall. Er wurde 56 Jahre alt. Ja, vielen Dank für diese ersten Einblicke in die Spione, Erfinder und Unternehmer. Ich finde, man kann das Buch oder Ihr Buch ja auf zweierlei Arten lesen. Ne? Zum einen eignet es sich durch den inhaltlichen Aufbau oder die Strukturierung eben in diese Überblickskapitel, die sich bestimmten Themen widmen und den anschließenden Einzelbiografien sehr gut, um, ich sag mal, ja, um gelegentlich aus dem Regal genommen zu werden, mal ein Überblickskapitel zu lesen oder auch sich mit 1-2 Biografien zu beschäftigen. Man kann das Buch aber auch, und das habe auch ich so gemacht, ja, in einem Rutsch lesen. Und wenn man das tut, dann bekommt man wirklich einen guten Einblick, einen guten Eindruck von dem Revolutionären oder auch dem Quantensprung, den die Industrialisierung ja tatsächlich ausgelöst hat. Man bekommt nebenbei auch noch die vielen positiven, aber auch eben genauso vielen negativen Veränderungen sehr schön geschildert. Und was mich auch sehr beeindruckt hat, ist eben ein Panorama, was sich da entfaltet von diesen ja, langsamen Anfängen der Industrialisierung Ende des 18. Jahrhunderts in England. Da hört man noch so diese gemütlich ratternden, wassergetriebenen Holzmaschinen und plötzlich, oder nicht plötzlich, aber am Ende des Buches steht man dann eben gefühlt in einer hektischen Telefonvermittlung, ja, einer Reichspost mit den dutzenden Fräuleins vom Amt, und man hört dann wieder die ratternden, aber diesmal etwas hektischer ratternden U-Bahnen, ja, in den Metropolen Europas. Frau Töth, im Buch werden ja ganz verschiedene Männer und Frauen vorgestellt. Es gibt aber einen Typus, da muss ich sagen, der ist mir auch persönlich sehr sympathisch. Das ist der Typus des gescheiterten oder auch des erfolglosen Erfinders. Wir haben ja schon in der Begrüßung einen Namen gehört, aber es sind heute fast vergessene Männer wie Franz Karl Aschar oder Ferdinand Runge oder eben auch Reinhold Burger. Was unterscheidet denn diese Männer von den Krupps, den Siemens oder den Bayers, also den heute noch weltbekannten Protagonisten der Industrialisierung? Die drei genannten liegen mir eigentlich auch besonders am Herzen. Es ist ihr Lebensweg, der sie so ein bisschen außerhalb der Norm gestellt hat. Der Franz Karl Aschar war hugenottischer Herkunft, ein hochbegabter Wissenschaftler, der viele Erfindungen gemacht hat. Am Ende war aber das Wichtigste, dass er die erste Zuckerrübe gezüchtet hat und die industrielle Produktion des Rübenzuckers auf den Weg gebracht hat. Ihm kam immer wieder sein Privat- und sein Liebesleben in den Weg, sodass ihm die gebührende Anerkennung als Wissenschaftler versagt blieb. Auch bei Ferdinand Runge ist es so, er war ein begabter Chemiker, er erfand das Atropin, das Chinin und das Koffein und am Ende die Teerfarbe Anilin, Anilin Schwarz, das war der erste Anilinfarbstoff auf der Welt, und am Ende noch die Carbolsäure als Desinfektionsmittel.
Es könnte sein, dass er homosexuell gewesen ist, denn er lebte zusammen mit Hoffmann von Fallersleben längere Zeit in einer Wohnung. Er machte lange Studienreisen mit seinen Freunden. Möglich, dass es ihm an der Universität dann nicht zum Positiven gereichte. Und er zog sich zurück in die Praxis und hat in einer kleinen Schwefelsäurefabrik in Oranienburg dann seine entscheidende Erfindung des Anilin Schwarz gemacht. Und Reinhold Burger, ein begabter Techniker, hat die Konstruktion der ersten Röntgenröhre ermöglicht und die Herstellung der ersten Thermoskanne. Er verkaufte dann diese Lizenz an die amerikanische Thermos Bottle Company und die hat damit ein Vermögen erwirtschaftet, während er eigentlich nur mit einer kleinen Abfindung ausgekommen ist. Aber die mir am liebsten am Herzen liegende Persönlichkeit ist Caroline Eichler. Wir haben eben ja schon zur Einführung einiges darüber gehört und ich möchte eigentlich noch mal ganz kurz über Caroline Eichler ein paar Worte verlieren. Man kennt ja als die erste Prothese, die berühmt wurde, diejenige von Götz von Berlichingen. Der fränkische Reichsritter verlor 1505 bei einer Schutzverletzung seine rechte Hand. Er ließ sich von einem Dorfschmied eine eiserne Kunsthand anfertigen, deren Mechanismus er sich sogar selber ausgedacht hatte. Erstaunlicherweise war es dann diese junge Frau, die 1832 die erste bewegliche Beinprothese konstruierte und auch noch eine willkürlich bewegte Handprothese 4 Jahre später. Sie selber ist 1808 in Nordhausen geboren und scheint eine gute Schulbildung genossen zu haben, denn es wäre ihr sonst nicht möglich gewesen, die guten Kenntnisse in Physik, Mechanik und Anatomie zu erwerben, die sie für ihre wegweisenden Konstruktionen gebraucht hat. Als 17-Jährige war sie ein Kindermädchen bei der Berliner Familie Sperling. Sperling war Koch am Königlichen Hof. Danach betreute sie als Krankenschwester Kriegsveteranen und sah das Elend, was diese Männer erleiden mussten durch ihre Behinderung. Denn auf dem Schlachtfeld war es so, dass Arm- und Beinverletzungen sofort amputiert wurden, um die drohenden Wundinfektionen zu verhindern, die zwangsläufig zum Tode führten. Diese Amputationen wurden auch ohne Betäubung ausgeführt. Meist landeten die Kriegsinvaliden in Armenhäusern oder im Heer der Bettler auf der Straße. Caroline Eichler befasste sich als 20-Jährige dann bereits mit der Literatur zur Konstruktion von Prothesen. Sie brauchte 4 Jahre, um die erste eigene Prothese für einen Ober- und Unterschenkel zu bauen. Und dazu verwendete sie einen Oberschenkelschaft aus Weißblech oder Messing oder Neusilber. Dann kam ein bewegliches Kniegelenk, ein hohlgearbeiteter Unterschenkel aus Weiden- oder Pappelholz und unten dran einen hölzernen Fuß. Ihre Beinprothese wog nur 2100 Gramm. Das war im Gegensatz zu den früheren sehr wenig. Das Kniegelenk wurde dann über druckempfindliche Spiralfedern bewegt. Mit der Beinprothese soll sogar das Treppensteigen möglich gewesen sein. Sie erhielt als erste Frau, das haben wir schon gehört, ein Patent auf diese Beinprothese. Da die Nachfrage groß war, gründete Caroline Eichler einen Betrieb, und zwar hier unter den Eichen und hatte damit ein gutes Einkommen. Als nächstes befasste sie sich dann mit einer Unterarmprothese, was eine wesentlich schwierigere Aufgabe war. Und zwar wurden durch Spiralfedern aus Silberdraht, die an jedem Fingergelenk ansetzten, die Finger zur Bewegung gebracht. Diese Handprothese von Eichler wog nur 125 Gramm. Auch für diese Erfindung erhielt sie ein Patent. Ihre feinmechanischen Kunstwerke kosteten 75 bis 100 Taler. Das entsprach einem Dreivierteljahresgehalt eines Arbeiters oder einem halben Jahresgehalt eines Handwerksmeisters.
Sie waren also eher für eine vermögende Oberschicht gedacht. Mit 29 heiratete Caroline den 22-jährigen Mechaniker Eduard Krause. Die Ehe war nicht glücklich und bald wurde sie auch wieder geschieden, weil der Ehemann dem Trunke zusprach. Er verfolgte seine geschiedene Frau mit Drohungen und verlangte immer wieder Geld. Das Leben der begabten Feinmechanikerin endete dann auch früh und auf tragische Weise. Am 4. September 1843, nach einem heftigen Streit mit dem Ehemann, dem Ex-Ehemann erstach dieser die 35-jährige Caroline mit einer zugespitzten Feile. So jedenfalls steht es im Polizeibericht von 1843. Welch wertvolle Prothesen diese begabte Technikerin noch hätte bauen können, das ist sicherlich vorstellbar. Sie hat Normen geschaffen für künstliche Gliedmaßen, die in Deutschland und auch im Ausland richtungsweisend waren. Ja, Caroline Eichler, beim Lesen dachte ich dann auch so, das ist eine Geschichte, ne? Also die, wenn sie nicht wahr wäre, müsste man sie erfinden, ein Schriftsteller hinsetzen und einen Roman drüber schreiben. Vielleicht ist das ja eine Idee für ein Anschlussprojekt von Ihnen beiden. Herr Büdiger, im ersten Kapitel beschreiben Sie ja unter anderem auch die späte Industrialisierung Preußens und die vielfältigen Gründe, warum Preußen, aber nicht nur Preußen, sondern auch die anderen deutschen Staaten in ihrer wirtschaftlichen und technischen Entwicklung so weit hinter dem Mutterland der Industrialisierung, also hinter England, hinterherhinkten. Um das vielleicht mal ein bisschen anschaulicher zu machen, um 1800 gab es ja beispielsweise in Preußen nur circa ein Dutzend Dampfmaschinen. In England waren es zum gleichen Zeitraum ja schon fast 5000 und in Frankreich auch immerhin schon 200. In Meyers Konversationslexikon, ich glaube, es ist aus dem Jahr 1906, kann man lesen, dass die erste Dampfmaschine in Preußen 1788 aufgestellt wurde und die zweite dann erst sage und schreibe 34 Jahre später, also eine Generation später. Woran lag denn das? Was gab es denn in England oder was hatte England, was Preußen und die anderen deutschen Staaten nicht hatten? Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, der erste und wichtigste Punkt ist, dass die politischen Rahmenbedingungen in England andere waren. In England hat durch die Glorious Revolution 1689 der König einen Großteil seiner Macht an das Parlament abgeben müssen. Und im Parlament teilten sich der ländliche Adel und das städtische Besitzbürgertum, die reichen Stadtbürger, die Macht. Die einen im Unterhaus, die anderen im Oberhaus. Und dort konnten fortan die Bürger im Unterhaus die Rahmenbedingungen zu ungehemmtem Geldverdienen durchsetzen. Das war bei uns vollkommen anders. Im Absolutismus war die Wirtschaftslenkung, die Staatslenkung alles in der Hand des Herrschers konzentriert. Und wenn ich ein Unternehmen gründen wollte im 18. Jahrhundert, sei es in Württemberg, sei es in Preußen, brauchte ich ein fürstliches Privileg. Und dieses fürstliche Privileg, das konnte ich nur dann bekommen, wenn der Herrscher das interessant fand, was ich davor hatte und wenn ich auch das nötige Geld schon hatte, um dieses Privileg zu bezahlen. Das ließ sich der Herrscher natürlich bezahlen, finanzierte so einen Teil seiner Hofhaltung. Das Problem war nur, für den Unternehmer war es unglaublich riskant, so eine Maschine zu konstruieren oder anzuschaffen, bevor er dieses Privileg hatte. Er wusste ja nicht, ob er es bekommen würde, ob er überhaupt Gnade. Das war ja auch eine sehr willkürliche Entscheidung, was der Herrscher interessant fand und was nicht. Und der Herrscher wollte umgekehrt Substanz sehen, Butter bei die Fische, wie man in Berlin sagt. Das heißt, er wollte was Konkretes sehen. Das hatte der Unternehmer meistens zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das ist so ein bisschen ähnlich wie heute bei der Beantragung von öffentlichen Fördermitteln, nicht? Das ist ein Teufelskreis. Und dann, wenn man das Privileg bekam, hatte man 8 bis 12 Jahre Ruhe vor Konkurrenz, weil dieses Privileg für diese Zeit Exklusivität garantierte. Das ist auch nicht gerade eine innovationsfreundliche Regelung, weil sie den Wettbewerb einfach ausschaltet. Und dann kam dazu, dass die Engländer im 18. Jahrhundert eine ganz bewusste Politik
in Richtung wirtschaftlichem Wirtschaftswachstum, Zuwachs wirtschaftlicher Macht betrieben haben. Sie haben zum Beispiel die private East India Company losgeschickt, die hat Indien erobert. Sie haben im 18. Jahrhundert Nordamerika und Indien erobert, ein riesiges Kolonialreich begründet, während sich die europäischen Mächte hier auf dem Kontinent gegenseitig zerfleischt haben. Und immer wieder eine Partei geschickt durch englische Subsidien gefördert. Und William Pitt, der Premierminister, hätte sogar Hannover geopfert dafür, für diese Politik. Er hat Hannover nur mit 9000 Mann, war das alles, was England im Siebenjährigen Krieg in Europa eingesetzt hat, um unter anderem sein Hannover zu verteidigen, 46.000 Mann preußische Observationsarmee unter Friedrich von Braunschweig haben diese Arbeit dann gemacht und wurden von England bezahlt. Und Friedrich der Große wusste ganz genau, in dem Moment, wo Indien und Amerika gefallen ist, muss er sofort Frieden machen, weil dann das englische Geld ausbleibt. Das sind so ein paar Gedanken dazu, die ich dann im Buch etwas ausführlicher ausgebreitet habe. Ja, gemeinhin verbindet man ja mit der Dampfmaschine und vor allen Dingen auch mit der dampfbetriebenen Eisenbahn den Beginn der Industrialisierung in England. Und auch das wird sehr ausführlich geschildert, war es aber ein ganz anderer Industriezweig, der die Industrialisierung ja auch maßgeblich mit vorantrieb. Ja, das war übrigens in Deutschland auch die Baumwollindustrie. Die East India Company hatte nun in Indien, die Gewürzinseln waren in Händen der Niederlande, da konnten sie nicht punkten. Und sie haben dann in Indien diese kostbaren, hauchdünnen, feinen und in knallbunten, wunderschönen Farben bedruckten Baumwollstoffe nach Europa importiert, nach England. Und die waren sofort wahnsinnig beliebt, weil sie preiswert waren. Die traditionelle Wolle und Leinen war kratzig und im Sommer unbequem zu tragen. Diese Baumwolle war, wie man heute sagen würde, ein Riesenankommer. Das führte aber dazu, dass die Leinenweber und die Wollweber, die traditionellen in England, den Aufstand probten. Die haben wirkliche Aufstände gemacht und haben dann Importverbote für die Baumwolle durchgesetzt um 1700 herum. War die Nachfrage aber da und die blieb auch, denn die Baumwolle war wirklich den anderen, den traditionellen Stoffen vielfach überlegen, vor allen Dingen auch für Unterwäsche, für Bettwäsche, Tischwäsche und so weiter. Und dann mussten die Engländer eben anfangen, eine eigene Industrie aufzubauen. Da aber Baumwolle sehr schwer zu verarbeiten ist, viele Stunden mehr braucht als die Verarbeitung von Wolle und Leinen und die englischen Arbeiter haben sehr viel mehr verdient als die indischen, wurde dadurch ein Innovationsdruck ausgelöst. Und der hat dazu geführt, dass innerhalb von zwei Generationen eine ganze Zahl von technischen Erfindungen, nicht nur die Waterframe, die Spinnmaschine, sondern auch der mechanische Webstuhl und das Schnellschussschiffchen und all diese Dinge erfunden wurden. Und nach zwei Generationen später entstanden diese riesigen Fabriken in Manchester. Und ja, das war meiner Ansicht nach die Hauptursache, warum gerade die Baumwolle. Und diese Fabriken lösten eine Revolution der Fertigung aus, diese Innovationen. Man hatte jetzt Maschinenstraßen. Was Arkwright gebaut hat in Cromford, war eine richtige Maschinenstraße. Das begann damit, dass die Baumwolle angeliefert wurde in Riesenballen. Und kleine Kinder haben den ganzen Tag mit Stöcken auf die Baumwolle eingeschlagen, um sie zu lockern. Und dann wurde die in die Kratzmaschinen eingeführt. Und von da an lief der Prozess eigentlich automatisch. Und nur die Kinder mussten immer wieder die Fäden zusammenknoten an den Maschinen. Und dann wurden ungeheure Mengen an Baumwollfäden produziert. Und dieser Wechsel in der Produktion aus der Hand der Handwerker, der gelernten Weber, in die Hand der Maschine, das ist die eigentliche Industrialisierung. Die gelernten Weber wurden arbeitslos, die konnten sich dann als Hilfsarbeiter in der Spinnereifabrik verdingen und da verdienten sie so wenig, dass sie ihre Frauen und ihre Kinder mitbringen mussten, damit die Familie überleben konnte. Und all das, was sie taten, war im Grunde genommen nicht mehr Handwerk, sondern das war eben jetzt, das waren einfache, repetitive Arbeitsschritte. Am Ende einer Maschinenproduktion oder in der Mitte, je nachdem, wo sie eingesetzt waren oder am Anfang, die Maschinen noch nicht leisten konnten. Und es gibt kaum jemand, der diesen Wandel so treffend
beschrieben hat, den Wandel von der handwerklichen Manufaktur zur industriellen Fabrik, wie Karl Marx 1867 im ersten Band seines Hauptwerkes Das Kapital. Und er hatte dabei genau diese Baumwollfabriken in Manchester vor Augen. Ich zitiere: In Manufaktur und Handwerk bedient sich der Arbeiter des Werkzeuges. In der Fabrik dient er der Maschine. Dort geht von ihm, also in der Manufaktur, die Bewegung des Arbeitsmittels aus, dessen Bewegung er hier bei der Maschine zu folgen hat. In der Manufaktur bilden die Arbeiter Glieder eines lebendigen Mechanismus. In der Fabrik existiert ein toter Mechanismus, unabhängig von ihnen, und sie werden ihm als lebendige Anhängsel einverleibt. Soweit Karl Marx, und dem kann man eigentlich nichts hinzufügen. Dann füge ich dem auch mal nichts hinzu und lasse das mal so stehen. Frau Tüth, jetzt vielleicht mal zu einer wirklich ganz praktischen Frage, die ich mir beim Lesen des Buches gestellt habe. Wir haben ja eben einiges zu den Spionagetätigkeiten von Karl Friedrich Bückling gehört. Bei Bückling war es, so wie ich es verstanden habe, ging es da um Konstruktionspläne, die gezeichnet wurden. Und das ist ja was ja, man relativ leicht dann irgendwie nach Preußen bringen konnte. Andere Industriespione, auch den Namen haben wir schon gehört, wie beispielsweise Peter Christian Beuth, die brachten ja wohl ganze Maschinen mit. Und wenn ich mir jetzt diese Maschinen aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts vorstelle, stelle ich mir jetzt keine kleinen, vielleicht kleinteilige, aber nicht kleine Maschinen vor, sondern große Maschinen. Und da frage ich mich natürlich, wie hat denn das ganz praktisch funktioniert? Also wie hat man die nach Preußen gebracht, heimlich? Ja, das war ganz einfach. Man hat sie in ganz kleine Teile zerlegt, bei Nacht und Nebel auf kleine Schiffe geladen in kleinen Häfen, hat die Zöllner bestochen und hat dann die Schiffe abfahren lassen in Richtung Deutschland. Also so ganz klassischer Schmuggel. Ja. Klassischer Schmuggel. Vielleicht auch genau. Auf Schmuggler zurückgegriffen, die da schon dieser Tätigkeit nachgegangen sind. Um bei dem Thema Spionage oder unlautere Mittel zu bleiben, offenbar haben ja auch nicht nur die Deutschen, die Preußen und die Deutschen auf diese fragwürdigen und illegalen Mittel wie Bestechung, wie Spionage zurückgegriffen, sondern umgekehrt dann auch die damals noch marktführenden Engländer und Amerikaner, wie das Beispiel von August Borsig, einem sehr erfolgreichen Lokomotivproduzenten aus Berlin, zeigt. Was ist denn da passiert? Ja, damals wurde natürlich auch mit harten Bandagen gekämpft und die englischen und amerikanischen Lokomotivproduzenten wollten natürlich ihre marktbeherrschende Stellung nicht einfach aufgeben. Und als dann August Borsig auf der Leinwand erschien, da schreckten sie auch vor Sabotage nicht zurück. Zum Beispiel 1841, als die erste Borsig-Lokomotive auf eine Probefahrt gehen sollte, haben Unbekannte die Kolben verkeilt, sodass die Maschine sich anfangs nicht in Bewegung setzte. Gott sei Dank wurde der Mangel dann frühzeitig entdeckt. Ein Jahr später ging es darum, dass die Berliner Stettiner Eisenbahngesellschaft Lokomotiven einkaufen wollte und hatte zu einer Wettfahrt aufgerufen. Es waren zwei Lokomotiven von Borsig, zwei Norris-Lokomotiven aus den USA und zwei englische Lokomotiven von Sharp und Robert vor Ort. Und kurz bevor die Wettfahrt losging, hat man eine betriebsfremde Schraube in den Pumpen von der Borsig-Lokomotive gefunden, die dann die Pumpen zerstört hätte. Also war auch hier Sabotage im Spiel. Und letztlich hat Borsig dann den Wettkampf für sich entschieden und seine Lokomotiven wurden von der Berliner Stettiner Eisenbahngesellschaft aufgekauft. Ja, und er ist ja dann auch tatsächlich einer der führenden Lokomotivproduzenten Europas oder sogar der ganzen Welt geworden. Borsig war nebenbei aber auch, oder nicht nur nebenbei, sondern er war einer, wie ich finde, der Prototypen einer neuen Art von Unternehmer. Einerseits sicherlich ein knallhart kalkulierender Kapitalist, andererseits aber eben auch so ein typischer Patriarch, dem das Wohlergehen seiner Mitarbeiter, seiner Arbeiter eben anscheinend nicht ganz egal war, der sich eben um die Arbeiter kümmerte, der Werkskantinen baute, Werkssiedlungen, Badeanstalten und sogar Bibliotheken. Was ich mich in diesem Zusammenhang auch immer wieder frage, ist ja der Grund dafür. War das Altruismus, war das Menschenliebe oder ging es Borsig und auch den anderen Patriarchen,
der Zeit ja nicht viel mehr darum, ihre Arbeiter einfach bei bester Gesundheit zu erhalten, um eben dann auch maximalen Gewinn aus dieser menschlichen Ressource ziehen zu können? Also ich denke, es ging nicht nur um Gewinnmaximierung, sondern diese ersten Gründer haben eine echte soziale Verantwortung empfunden. Schließlich waren sie selber Handwerksburschen gewesen, haben dann am Königlichen Gewerbeinstitut Technik studiert und sind dann zum Unternehmer aufgestiegen. Sie kannten ihre Arbeiter und deren Familien noch persönlich und kümmerten sich um diese Familien. Wenn also Notfälle waren, hat Schichau zum Beispiel Geld gespendet, damit der Notstand beseitigt werden konnte. Das Wohlergehen der Mitarbeiter lag ihnen schon sehr am Herzen. Sie richteten ja auch lange bevor Bismarck seine Sozialgesetze gegeben hatte, Betriebskrankenkassen, Pensionskassen und Sterbekassen ein und bauten werkseigene Wohnungen nahe am Unternehmen, um die Arbeiter auch bei sich zu behalten. Und bei Krupp gab es den berühmten Kruppschen Konsum, wo die Mitarbeiter eben preisgünstig gute Lebensmittel und preiswerte Lebensmittel einkaufen konnten. Die Arbeiter hatten auch eine starke Beziehung zum Unternehmer. Zum Beispiel sprachen die Arbeiter bei Borsig und bei Krupp von sich als Borsianer und Kruppianer und nannten den Firmenchef Vater Borsig. Andererseits gab auch der Unternehmer eine strenge Betriebsordnung. Es war zum Beispiel der Alkohol am Arbeitsplatz komplett verboten. Und es war auch die politische Betätigung der Arbeitnehmer komplett verboten. Wer also sich da engagierte, der musste mit einer sofortigen Kündigung rechnen. Bei Schichau war es zum Beispiel so, dass am Freitagnachmittag die Kneipen rund um die Werften geschlossen wurden, damit die Mitarbeiter nicht ihr Geld in die Kneipe trugen, sondern zur Ehefrau nach Hause. Ja, ein interessanter Gedanke tatsächlich, dass Sie ja, sich daran erinnert haben, wo Sie herkommen und eben vielleicht auch eine harte Kindheit oder keine ganz einfache Jugend eben auch das eigene Unternehmerhandeln dann bestimmt hat. Nichtsdestotrotz schimmerte ja jetzt schon die soziale Frage auch tatsächlich hier so ein bisschen durch und die war ja in den verschiedensten Ausprägungen während der gesamten Zeit der Industrialisierung mal mehr, mal weniger virulent. Ein Satz aus dem Buch, Dr. Bödiger, ist mir in diesem Zusammenhang im Gedächtnis geblieben, weil dieser Satz eben auch ein ganz schönes Schlaglicht auf die Schattenseiten oder die soziale Frage der Zeit wirft. Deswegen zitiere ich jetzt mal kurz: Der Elfenbeinturm, also gemeint ist hier der Elfenbeinturm der höheren Bildung und Wissenschaft, der Elfenbeinturm wurde gewissermaßen zum Bergfried des Großbürgertums und Gerock und Frack zur Ritterrüstung seiner Verteidiger. Hier klingen ja gleich zwei gesellschaftliche Konflikte der Zeit an. Zum einen eine sehr strikte Trennung zwischen den sozialen Klassen und Schichten, aber eben auch ist hier viel über das Frauenbild des 19. Jahrhunderts gesagt. Ja, also Bildung war wirklich ein ganz zentraler Teil der sozialen Frage, Bildungspolitik. Und das kann man nicht so in zwei Sätzen beantworten. Also zunächst mal war ja nach den Napoleonischen Kriegen Preußen pleite und hatte gar kein Geld für neue Schulen und Bildung. Die Bildung lag da nieder, wie auch im 18. Jahrhundert schon. Es waren Invaliden, die zum Teil selbst nicht schreiben und lesen konnten, die aber wissen, wie man Befehle befolgte, gehorsam lehrte. Ehemalige Unteroffiziere, die in diesen Dorfschulen lehrten, bis zu 120 Kinder auf einen Lehrer. Und kaum die Hälfte der Kinder ging überhaupt in irgendeine Schule. Und dann musste der preußische Staat ungeheuer investieren. Und er investierte hinter einem Bevölkerungswachstum hinterher, was ungeheuer war, was auch für damals halt war Deutschland eins der am schnellsten wachsenden Länder in der Welt. Vielleicht noch Amerika durch die Zuwanderung, aber die Bevölkerung hat sich von 22 Millionen auf 64 Millionen verdreifacht in 100 Jahren, in drei Generationen. Die Zahl der Schulkinder, der Volksschulkinder, Kleinkinder, hat sich vervierfacht in Preußen, von 1,4 auf fast 6 Millionen. Und dem konnte man kaum hinterher investieren an Schulen. Und das ging das ganze Jahrhundert so.
Es mussten ja auch Lehrer ausgebildet werden, Lehrerseminare gründete. Denn in den 1780er Jahren war das erste Lehrerseminar überhaupt gegründet worden. Bis Mitte des Jahrhunderts gab es dann immerhin 45 Lehrerseminare. Und in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts hatte Preußen dann die Alphabetisierung der Menschen einigermaßen im Griff. Das heißt, wir hatten eine Analphabetenquote von etwa 10-13%. Das ging in den östlichen Teilen bis 30%, im Westen, im Rheinland waren es ganz wenig, waren es 2-3%. Heute haben wir übrigens über 5 in Deutschland. Darauf hat sich der preußische Staat erstmal konzentriert. Und dann stimmt es natürlich, dass der Zugang zu höherer Bildung auch eine Frage der Verteidigung gesellschaftlicher Positionen und der gesellschaftlichen Schichtung war. Und dazu würde ich Ihnen gerne mal zwei Zitate vorlesen. Habe ich mir hier doch irgendwo, dass man das versteht. Das war zum einen der Wunsch, der restaurative Wunsch, die feudale Gesellschaft in ihren Schichtungen, in ihren Ständen von vor der Revolution wieder, vor der Französischen Revolution wiederherzustellen und die große Angst vor der Revolution. Wir hatten ja in Frankreich die mehrere Revolutionen im 19. Jahrhundert und die große Französische Revolution, die napoleonischen Kriege dann ausgelöst hat, das hat die alle geängstigt, die Könige. Friedrich Wilhelm III. Im Jahr 1839 sagte also zur Volksschulpolitik: Das Wissen über die Grenzen des Standes und des Berufes hinaus macht vorlaut, anmaßend und resoniersüchtig. Statt sich behaglich in seinen Grenzen abzuschließen, erweitern sich dann die Kreise der Wünsche und das Leben wird unstet und unruhig. Man vermisst, was man nicht hat und genießt nicht, was man hat. Keine Ordnung in der Welt kann bestehen ohne Unterordnung. Und Friedrich Wilhelm IV. Ließ 1845 alle 45 Lehrerseminare aus den Städten in ländliche Orte verlagern, denn die Seminaristen sollten, so der König, von den unheilvollen Einflüssen eines verpesteten Zeitgeistes befreit werden. Und das hielt sich sogar bis zu Kaiser Wilhelm, der als preußischer König verfügte, dass in einer Zeit, in welcher die sozialdemokratischen Irrtümer und Entstellungen mit vermehrtem Eifer verbreitet werden, die Schule erhöhte Anstrengungen zu machen habe, wieder Zitat, durch Pflege der Gottesfurcht und der Liebe zum Vaterlande die Grundlage für eine gesunde Auffassung auch der staatlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse zu legen. Insbesondere legte der Kaiser dem Kultusministerium ans Herz, dass den Kindern in den Volksschulen nur die einfachsten und leicht fasslichen Verhältnisse dargeboten werden dürfen. Und das war eben Ende des Jahrhunderts die Angst davor, dass trotz der Sozialistengesetze die Sozialisten sich ganz, ganz rasch zur größten Partei, zur größten politischen Kraft im Reiche emporentwickelt hatten. Und da hatte die Regierung einfach Angst vor Revolution. Und bei den Mädchen, das ist das zweite Thema, was Sie angesprochen haben, da stellte sich das Thema Bildung ja nicht. Bitte, Mädchen hatten eine natürliche Bestimmung als Hausfrau und Mutter. Das war das Idealbild. Und nur etwa dafür genügte die Volksschule. Und nur etwa 2-3% der Mädchen konnten eine sogenannte höhere Mädchenschule besuchen ab der 4. Volksschulklasse. Da kamen zu den Elementarschulfächern noch ein bisschen Englisch, Französisch, Kunst und Leibesübungen dazu und Handarbeiten. Und das war offizielle Politik, um die Frauen auch in ihrem Bereich zu lassen, aber auch, muss man wahrscheinlich vermuten, die vielen, vielen Arbeiterinnen als billige, angelernte, unqualifizierte Kräfte für die Fabriken zu bewahren. Die offizielle Denkschrift der reichsweiten Töchterlehrerversammlung in Weimar 1872 hat verfügt, dass das Ziel der Mädchenbildung sei, ich zitiere jetzt, dem Weibe, eine der Geistesbildung des Mannes, in der Allgemeinheit der Art und der Interessen ebenbürtige Bildung zu ermöglichen,
damit der deutsche Mann nicht durch die geistige Kurzsichtigkeit und Engherzigkeit seiner Frau am häuslichen Herde gelangweilt und in seiner Hingabe an höhere Interessen gelähmt werde, dass ihm vielmehr das Weib mit Verständnis dieser Interessen und der Wärme des Gefühls für dieselben zur Seite stehe. Ja, das klingt satirisch, das war aber ernsthaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die politische Maxime für die Mädchenbildung. Erst 1896 durften die ersten 6 Mädchen in Preußen mit Sondergenehmigung Abitur machen und erst ab 1908 waren in Preußen, es war übrigens der letzte deutsche Staat, der Mädchen zum Abitur zuließ und der letzte deutsche Staat, der Mädchen zum Studium zuließ. Und die große Schranke, die man errichtete, die auch sehr wirksam war, war das Schulgeld. Wenn Sie ein Schulgeld zwischen 40 und 240 Mark bezahlen müssen für eine höhere Schule, Realschule fing so bei 40 Mark an, das Gymnasium bei etwa 80 bis 100 Mark und ging bis 240 Mark rauf, dann kam etwa nochmal ein ähnlicher Betrag für Schulmittel und zum Teil für Pension, wenn man das Kind auf dem Lande wohnte und das Kind in die Stadt ging. Und jetzt stellen Sie sich vor, ein durchschnittlicher Facharbeiter hatte als Familieneinkommen, wo Frau und Kinder mitarbeitete, etwa 1500 Mark im Jahr. Da konnte man ja kaum ein Kind zur Schule schicken, zu einer höheren Schule. Und dann, das verteidigten die Bürger natürlich auch deshalb, weil die mittlere Reife, das war die erste höhere, der erste bessere Schulabschluss, den man haben konnte, der befähigte zum sogenannten Einjährigen. Und das Einjährige hieß einjährig freiwilliger Militärdienst mit der Möglichkeit, Reserveoffizier zu werden. Der Adel stellte schon seit den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts nicht mehr genügend qualifizierten Offiziersnachwuchs. Und so mussten die Könige zugestehen, dass Bürger auch Offizier werden durften. Und dann sollten sie aber wenigstens gebildet sein und Geld haben. Und das wurde dadurch erreicht, dass der einjährig Freiwillige, der musste mittlere Reife haben und er musste in Friedenszeiten sein Pferd und seine Ausrüstung selbst bezahlen. Und dieser Aufstieg war der Einstieg zum gesellschaftlichen Aufstieg. Auch bei Hofe wurde man nur eingeladen, wenn man wenigstens Reserveoffizier war. Und der Historiker Friedrich Meinecke hat das sehr schön mal ausgedrückt in dem Satz: Der preußische Leutnant geht als junger Gott einher, der preußische Reserveleutnant wenigstens als Halbgott. So, das zum Thema Bildung. Ja, trotzdem, trotz all den hartnäckigen Versuchen, nicht nur die Arbeiterschicht, sondern eben vor allen Dingen auch die Frauen von höherer Bildung, von Aufstiegschancen fernzuhalten, gab es ja schon einige Beispiele. Frau Töth hat ein sehr lesenswertes Kapitel über Sophie Henschel, eine erfolgreiche Lokomotivfabrikantin, geschrieben. Jetzt aber vielleicht nochmal zu einem anderen Thema, was vielleicht auch an unsere heutige Zeit so ein bisschen anknüpft. In den letzten Wochen und Monaten wurde ja vor allen Dingen auch in der regionalen, aber auch überregionalen Presse viel über das neue Tesla-Werk hier in Brandenburg in Grünheide berichtet. Elon Musk war aber gar nicht oder ist gar nicht der Erste, der in Brandenburg Autos produziert hat. Wenig bekannt dafür, aber wie ich finde, umso interessanter ist die Geschichte der Gebrüder Reichstein. Frau Tütt, was hat es denn damit auf sich? Ja, gerade am Wochenende war ja ein Artikel im Tagesspiegel, da ging es um Brennerbohr in der Stadt Brandenburg. Sie kennen vielleicht diesen Spottvers: ein bisschen Blech, ein bisschen Rohr, fertig ist der Brennerbohr. Brennerbohrs waren teilweise wunderschöne Autos. Die Gebrüder Reichenstein bauten aber zuerst Kinderwagen. Sie kamen nämlich aus einer Korbflechterfamilie. Diese Kinderwagen waren aus Pedigrohr. Dann bauten sie Dreiräder, sogenannte Velocipede für die wohlhabenden Kinder. Und dann kamen 1885 die Fahrräder dazu, 1890 die Motorräder und 1905 wurde das erste Auto gebaut. Das war unter anderem die dreirädrige Brenner-Burette, die allerdings kein wirtschaftlicher Erfolg war.
Und dann kamen Kleinwagen, aber auch hochwertige Modelle, wie zum Beispiel der achtzylindrige Alpensieger in den 1920er Jahren. Er gewann die Alpenwettfahrt. Wettfahrten waren ja damals ein sehr wichtiges Marketing-Element. Das Werk war von 1922 bis 1924 der größte Autoproduzent in Deutschland, was fast keiner weiß. Und sie haben auch als erste die Fließbandproduktion eingeführt. Wegen Absatzschwierigkeiten ging das Unternehmen dann 1932 in Konkurs. Ja, aber wie gesagt, zu seiner Zeit wohl einer der erfolgreichsten Autoproduzenten. Ja, es ist vielleicht noch zu sagen, es gibt ganz wenige Exemplare der Motorräder und Autos heute noch, die auf dem Sammlermarkt hohe Preise erzielen. In Brandenburg im Industriemuseum gibt es eine Dauerausstellung über Brennabor, wo einige Autos und Motorräder zu sehen sind. Eine sehr lohnenswerte Ausstellung. Ja, mit Blick auf die Uhr muss ich Sie vielleicht jetzt bitten, also ich hab noch zwei Fragen, die ich unbedingt loswerden will, aber da vielleicht um eine kürzere Antwort, wenn möglich. Ja, es geht auch wieder, der Begriff Industrialisierung, da denkt man ja meistens an Erfinder wie James Watt, wie Werner von Siemens oder auch an Industrielle wie Krupp, Hösch, Bayer. Es gibt aber auch noch einige andere Erfolgsgeschichten, die uns wahrscheinlich alle in unserem alltäglichen Leben viel näher sind, die uns viel häufiger begegnen, beim Einkaufen zum Beispiel. Ja, also Industrialisierung bedeutet, wenn man unter Bedingung der Gewerbefreiheit, bedeutet Überproduktion und bedeutet Wettbewerb. Also man muss versuchen, seine Waren zu verkaufen. Und das gab es ja vorher nicht. Wenn ich einen Keks haben wollte und ich selber backe, dann geht man zum Konditor und kaufte sich einen Keks, den backte der in kleinen Tütchen. Dann gab es plötzlich einen Kaufmann in Hannover, der kam auf die Idee, Kekse fabrikmäßig herzustellen. Und dann sie in eine wiedererkennbare Packung mit einem Zeichen zu verpacken, das jeder kennt. Und somit hat Hermann Balsen den Leibniz-Keks erfunden. Davon werden heute noch 150.000 Tonnen jedes Jahr hergestellt. Und den konnte man dann überregional bewerben. Und der war durch die mechanische Produktion so viel billiger, dass die teure Werbung und all das noch mitfinanziert werden konnte, und er verdiente trotzdem mehr als die Summe der Bäcker, die diese Menge Kekse im Einzelnen backen könnte. Und für diese Bewegung sind erstaunlicherweise Apotheker ganz vorherrschend. Also wieder ein Neuruppiner, Paul Beiersdorf, der ging nach Hamburg und hat in seiner Apotheke ein medizinisches Pflaster erfunden, das selbstklebend war. Und so war das Hansaplast geboren. Und auch das hat er als Marke vertrieben. Und dann hat er seine Fabrik, ich glaube 1890, an Oskar Troplowitz verkauft. Das war auch wieder ein Apotheker, der die Firma Beiersdorf weit führte. Und der hatte eine technologisch ganz simple Idee. Er wollte eine Hautcreme und eine Seife herstellen, eine Handseife. Das war so klassisches Apothekerprodukt. Das ließ man früher in der Apotheke sich machen, anrühren. Und die verpackte er dann schick. Und fand einen klingenden Namen, den wir heute auch noch alle kennen, Nivea. Weltweit in der blauen Packung. Alles Ende des 19. Jahrhunderts schon. Ähnliches Produkt. 1907 kam ein Kaufmann, Fritz Henkel, auf die Idee, das Waschpulver, was er in seiner Fabrik im Hinterhof angerührt hatte, in handliche Kleinpackungen zu verpacken. Und dafür einen Markennamen zu erfinden und dann zu behaupten, das ist immer wichtig bei diesen Produkten, dass man einen immateriellen Wert verkauft. Also nicht sagt, das ist billiger, sonst ist man auf den Preis angewiesen. Der immaterielle Wert dieses Waschmittels war selbsttätig. Dieses Waschmittel wäscht selbsttätig. Und das war ein Riesenversprechen für die Frauen, denn der Waschtag war eine Höllenplackerei über mehrere Tage. Und so ist 1907 die Marke Persil geboren worden. Auch eine Marke aus der Kaiserzeit. Es gibt noch eine ganze Reihe, die Sie auch im Buch finden. Ich will noch eine nennen. Ach, ein Frankfurter, also aus dem preußischen Frankfurt, Hermann Nestle, der hat erfunden, wie man Kondensmilch zu Milchpulver
trocknen kann, hat das mit Zwiebackpulver gemischt und hat das als Babybrei verkauft. Heinrich Nestlés Kindermehl. Und dann hatte er zwei geniale Marketing-Tricks. Das eine ist, er hat aus seinem Namen ein Bild gemacht, ein Vögelchen im Nest mit den kleinen Jungen. Und das signalisierte Mutterwärme, Nestwärme, Schutz für die Kinder. Und er hat dieses Nestlé-Kindermehl nur exklusiv über Ärzte und Apotheken vertrieben, was signalisierte, dass das besonders zuträglich sei den Kindern, was überhaupt nicht stimmte. Im Gegenteil. Aber es wurde trotzdem wie reißend gekauft, weil die Arbeiterinnen sehr früh, es gab noch keinen Mutterschutz, auch keine Elternzeit, die mussten sehr schnell wieder arbeiten gehen. Und in den hygienischen Verhältnissen dieser beengten Arbeiterwohnung konnte man keine Milch, Frischmilch aufheben. Es gab noch keine Kühlschränke, die man sich leisten konnte als Arbeiter. Da waren sie auf diese Babynahrung angewiesen. Und so ist Nestlé aufgestiegen, der ist dann in die Schweiz gezogen und Nestlé ist heute der mit Abstand größte Lebensmittelkonzern der Welt. Und das chemische Produkt, das also die inhaltsleersten Versprechungen macht, ist der Automobiltreibstoff, nicht das Benzin. Das kam ja auch um 1900 auf. Die holländisch-englische Shell und die amerikanische Standard Oil haben also versucht, den Kontinentalmarkt zu erobern mit Versprechen wie besonders geschmeidig, besonders kraftvoll und so weiter. Und dann kamen sehr schnell in den 20er Jahren auch die Tiere auf. Also Shell hat mit einem Mustang geworben und Esso hat schon in den 20er Jahren in Norwegen angefangen, mit dem Tiger im Tank zu werben. Das ist natürlich völliger Quatsch, denn wenn Sie genau hingucken, die Treibstoffe kommen heute zum Teil für alle Marken aus derselben Raffinerie. Ja, das zum Thema Markenwelt. Ja, also manchmal ist es dann nicht so sehr die geniale Erfindung, sondern eben das geniale Marketing, vielleicht auch nochmal mit Blick auf die erfolglosen oder gescheiterten Erfinder und Unternehmer, über die wir uns ja schon unterhalten haben. Zum Abschluss jetzt meine letzte Frage, die dreht sich nochmal so um die Entstehung Ihres Buches. Es ist ja schon nicht ganz so einfach, alleine ein Buch zu schreiben. Wie ist das dann, wenn man sich so eine Arbeit teilt? Macht es diesen Produktionsprozess des Buches noch komplizierter, noch schwerer? Also wie kann man sich Ihre Zusammenarbeit an dem Buch konkret vorstellen? Egal. Also es war sicher nicht so, dass wir nächtelang zusammengesessen haben und über das Buch diskutiert haben, sondern es sind ja deutliche Abschnitte. Der historische Abschnitt kommt von Andreas, die Biografien kommen von mir. Und wir haben eigentlich auch wegen Corona uns in den ganzen Jahren 4 oder 5 Mal gesehen. Dafür aber einen intensiven Mailaustausch gepflegt, besonders als es dann um die Bebilderung ging, wo sehr viel zu besprechen und auch zu bestreiten war teilweise. Aber das hat schon sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke, das geht mir auch so. Also wir haben die Biografien, die Persönlichkeiten gemeinsam ausgesucht. Und ursprünglich wollten wir eigentlich ein Buch schreiben mit Biografien und vielleicht eine kleine Einleitung und ein Ende. Aber dann kam doch anhand der Biografien so viel Stoff auf, den man auch im Allgemeinen erzählen musste und dann mit den Biografien illustrieren, dass wir uns auf diese Arbeitsteilung geeinigt haben. Und dann haben wir alle Texte gegenseitig gelesen, kritisch gelesen und das hat eben zu diesem nächtlichen Mail-Austausch geführt, dann gegenseitig korrigiert, aufeinander abgestimmt, sodass am Ende etwas entstand, was Sie in einzelnen Kapiteln gesondert lesen können. Sie können das Buch zur Hand nehmen und ein beliebiges Kapitel oder eine beliebige Biografie lesen, die steht für sich. Aber wenn Sie es von vorne bis hinten lesen, ergibt es auch ein Ganzes. Das war nicht einfach und darüber hat es viele, viele Diskussionen gegeben. Ja, und die Bebilderung, die haben wir dann auch gemeinsam gemacht, aber das Suchen nach Bildern, das hat fast so viel Zeit gebraucht wie das Schreiben der Texte. Und dann haben wir über das Layout und die Platzierung der Bilder gesprochen und dann hat unser heutiger Kameramann Danish Puttan-Valyandi der hat dann ebenfalls übrigens in vielen Abend- und Nachtschichten dieses Buch gesetzt und bebildert und dann haben wir wieder gemeinsam diskutiert. Ja, und am Ende ist dann nicht viele Köche verderben den Brei, sondern es ist eigentlich ein, ich finde, ganz schönes Ganzes draus geworden.
Ja, das, den Eindruck teile ich, kann ich sagen. Ja, leider mit Blick auf die fortschreitende Zeit, auf die Uhr, müssen wir das Gespräch zu meinem Bedauern jetzt schon beenden. Vielen Dank erstmal an Frau Dr. Helga Töth und Herrn Dr. Andreas Bödiger. Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, Sie hatten eine ebenso kurzweilige Stunde oder kurzweilige 90 Minuten, wie ich sie hatte. Ich möchte Sie jetzt alle noch herzlich einladen, vielleicht noch ein wenig hier zu verweilen im gegenüberliegenden Fontanesaal. Ja, ist vielleicht noch Zeit für ein Getränk, vielleicht auch noch die ein oder andere Frage an die Autorin und an den Autor. Vielen Dank nochmal an die Verantwortlichen der Staatsbibliothek und nochmal ein ganz besonderer Dank an die Freunde der Staatsbibliothek, die, wie gesagt, die Organisation dieser Veranstaltung übernommen haben. Und auch ich möchte nochmal die Gelegenheit nutzen, vielleicht dazu aufzurufen oder Sie zu animieren, falls Sie noch nicht Freundin oder Freund der Staatsbibliothek sind. Denken Sie drüber nach, werden Sie es. Sie unterstützen damit nicht nur eine der wichtigsten und renommiertesten Forschungs- und Kultureinrichtungen unseres Landes, die sich ja einer sehr noblen Aufgabe verschrieben hat, eben der Bewahrung und Vermittlung der Weitergabe von Wissen, sondern ganz nebenbei profitieren Sie auch noch von einem wirklich sehr abwechslungsreichen, sehr unterhaltsamen und auch sehr gut kuratierten Veranstaltungsprogramm. Ja, meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihr Kommen, wünsche Ihnen allen einen angenehmen und schönen Abend. Vielen Dank.